Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Ich habe hier auch eine wunderbare Kamera und aus dieser Kamera kann man wunderbar zwei Bildschirme sehen. Ich habe das noch nicht optimiert, ihr habt das bestimmt schon rechts oben beim i verlinkt in dem PES-Video gesehen. Da habe ich das schon mal ausprobiert. Heute probiere ich es in FIFA aus. Es muss noch ausgeklügelt werden. Dieses Mikro sieht hier nicht cool aus. Außerdem höre ich keinen Ton, weil ich keine Kopfhörer habe, die per Bluetooth laufen oder sowas. Und das ist zum Zeigen gar nicht so schön. Wir probieren das einfach aus, aber ich finde das mega, mega lustig, hier zwei Kameras zu haben. Und dieses Trikot finde ich auch mega lustig. Was ich nicht so lustig finde, ist FIFA. Ihr habt das bestimmt gesehen, die Folge gegen Heidenheim und Bochum. 14:0 und 11:0 habe ich verloren. Wenn ihr es nicht gesehen habt, rechts oben bei mir auch das Video verlinkt, unbedingt anschauen. Ich bin verhältnismäßig ruhig geblieben, aber war innerlich so am Kochen. Also mich hat das so abgefuckt. Ist aber natürlich auch verständlich. Also ich meine, wenn man so viele Tore kassiert, es waren ja 25 Tore in zwei Spielen, willst du mich eigentlich verarschen? Also come on, das war schon echt hässlich. Ihr habt mir Mut gemacht und dafür danke ich euch. Viele haben mir geschrieben, ja, die haben ultimativ verbessert und ja, das macht dir nichts raus. Macht die Karriere bitte trotzdem weiter und was weiß ich was. Und genau das werde ich machen. Ich bin natürlich nicht doof, ich habe das Ganze abgespeichert und ja, kann jetzt quasi Heidenheim und Bochum nochmal spielen. Also das 14:0 und 11:0 zählt nicht. Es ist einfach nur ein Video gewesen, damit ich euch zeige, wie scheiße FIFA ist. Viele haben dann auch geschrieben, so, ja, FIFA ist doch ganz geil, PES ist scheiße, was weiß ich was, weil ich in dem Video auch PES dann gelobt habe. Ich bin immer noch der Meinung, dass mir sowas in PES nicht passiert wäre, dass das an FIFA liegt. Ich bin immer noch der Meinung, dass es lächerlich ist, selbst wenn es an dem Schwierigkeitsgrad liegt. Wir stellen das jetzt um, ihr könnt das live sehen, von Ultimativ gehen wir jetzt runter auf Legende. Ich weiß nicht, was passiert, vielleicht verliere ich jetzt wieder 18:0 oder so, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn es am Schwierigkeitsgrad liegt, wie kann man so behindert sein als EA, ein großes Unternehmen, und sagen, dass ich innerhalb von ein oder zwei Monaten, wo ich nicht mehr gespielt habe, auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad absolut zerstört werde. Ich bin jetzt mega gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad Legende ist. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt auf Legende zu gut spiele, weil einige geschrieben haben, Legende ist gleich geblieben. Das heißt, Legende ist eigentlich ein bisschen zu einfach für mich, aber Ultimativ ist ja jetzt viel zu schwer. Ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ich habe lang genug gelabert. Wir starten rein. Ich habe hier ein Kabel hängen. Das nervt mich auch. Ich kann meinen scheiß Controller nicht mit dem PC verbinden per Bluetooth. Er hat überhaupt keinen Bock. FIFA reagiert da nicht. Es nervt einfach nur noch. Aber an sich macht mir die Karriere auch Spaß. Und von daher würde ich sagen, starten wir rein. Wir legen los. In den Zeiten, wo es Corona gibt und wir nicht ins Stadion können, wenigstens hier das Feeling rüberzubringen. Einige von euch da draußen sind ja sogar Fürth-Fans. Das merke ich immer wieder und das finde ich super, super cool, dass ich hier auf meinem Kanal durch meine Fürth-Karriere auch Fürth-Fans habe. Ihr kommt ja dann auch logischerweise aus der Gegend. Das heißt, wenn ihr mich mal irgendwo trefft, gerne mal ansprechen. Also da habe ich überhaupt nichts dagegen, da freue ich mich eher drüber. Und ich hoffe, dass wir bald wieder alle im Stadion sein können, denn ich hasse diesen Coronavirus. Es nervt mich, es langweilt mich. Ich freue mich schon wieder auf Stadion, wie gesagt. Ey, warum tappt der sie mal raus, Digga? So, Julian Green ist schon mal auf dem Weg und schießt den Torwart an. Was zur Hölle? Was ich natürlich nicht machen kann, das kann ich im PES dann so richtig aufspringen, weil ich mich ärgere. Das geht halt hier nicht. Ich hau ja alles weg, ziehe den ganzen PC mit. Ich brauche wenigstens so ein 100 Meter Kabel, dann habe ich, glaube ich, sogar. Boah, rotes Time Finish Regel. Und auf diesem Xbox Controller, ey, ich komme immer noch nicht zurecht. Das ist halt so krass, dieser Unterschied jetzt auch. Ja, da ist es. Da ist es, das 1:0 durch Prinz Roy Redondo. Richtig nice. Das ist richtig, richtig cool. Da führen wir mit 1:0 schon.
Jetzt ist halt nur die Frage, ne? Ich bin jetzt gespannt. Jetzt gewinne ich wahrscheinlich 14-0. Ich meine, ich spiele nicht gut. Aber das ist genau das Ding. Und ich merke, dass es deutlich einfacher ist. Und wenn es jetzt zu einfach ist und ich dann auch noch besser werde, weil ich mich dann wieder ein bisschen einspiele, das fuckt mich so ab. Und da hat auch Joey in die Kommentare geschrieben, einmal beschwere ich mich, dass es zu einfach ist, einmal, dass es zu schwer ist. Ja, das ist halt FIFA. Dafür kann ja ich nichts. Ich würde mich gerne gar nicht beschweren, aber wenn das Spiel so dumm ist, dass es einmal zu einfach und einmal zu schwer ist, es gibt ja keinen Schwierigkeitsgrad dazwischen. Aber offensichtlich ist es nicht so einfach. Erster Schuss direkt drin und FIFA tappt wieder raus. Ey, ihr seht's heute. Heute seht ihr es aktuell live hier, so weiß Bescheid. Ne? Da machen sie direkt fast im Anschluss das 1:1. So, jetzt der Konter. Caterwell, der hat schon 100.000 Chancen bei uns liegen lassen. Und die lässt auch fast liegen. Auf den zweiten Anlauf hin. Die Auswärtstrikots habe ich nicht am Start. Aber hier das Heimtrikot ist auf jeden Fall am Start. Nice one. Wir haben die Führung wieder durch Caterwell, der tatsächlich den Ball fast wieder vergeben hätte. Letzte Chance jetzt vor der Halbzeit wahrscheinlich, aber ich hoffe einfach mal, dass es beim 2:1 bleibt. Boah, da wäre er fast durchgekommen. Er kommt auch so irgendwie durch, habe ich das Gefühl. Ja, tatsächlich, Burchard ist da. Aber es gibt noch 2 Minuten Nachspielzeit. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ist die Spielzeit runterstellen. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich 6 Minuten Halbzeitlänge habe. Aber das werde ich wohl runterstellen auf 4 Minuten. Ey, wieder vergibt er eine Chance, dieser Typ. Ist der doof oder so? Das war fast genau die gleiche Situation und er hat es wieder verkackt. Und FIFA tappt wieder raus, Digga. Ach so. Sehr schön. Gute Grätsche von Green. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, die Flanke. Und das Eigentor von... Wer war's? Ich weiß es nicht. Bauer oder wer war das? Ja. Nein. Wieder der Ausgleich. Also Schwierigkeitsgrad geht in Ordnung. Ah, nein. Das ist Bauer. Ah. Bevor wir hier nochmal wechseln, vielleicht können wir hier noch eine Chance machen. Seguin, der kann auch mal draufziehen. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir wechseln. Aber es sieht eher nach einem 3:2 jetzt aus. Bauer. Da muss er die Grätsche auspacken. Macht er ganz, ganz stark. Sonst wird das hier richtig gefährlich. Leveling wird umgesetzt. Nice. Gelbe Karte auf jeden Fall berechtigt. So, Leveling. Leveling unten auf der Außen. Leveling bringt den Ball hoch. Und da ist er drin. Ich dachte, der ist daneben. Er ist drinnen. 3:2. Yes. Nice one. Das ist richtig geil. 3:2. Hier per Kopfball sein 12. Saisontreffer jetzt. Caterwell. Der war halt echt schlecht geköpft. Aber er ist drin. Drin ist drin und das ist die Hauptsache. Und jetzt kommen die, das gibt's doch nicht. Und fast das nächste Eigentor. War das wieder Bauer? Da müssen wir nochmal drauf achten. Es war wieder Bauer. Es war wieder Bauer und der wäre wieder reingegangen ins gleiche Eck. Sascha Burchardt hält ihn dieses Mal. Digga, wo ist der Ball? Ey, Gott sei Dank ist der hier weg. Ich dachte schon, ich kassiere jetzt ein Tor, weil ich nichts mehr sehe. 3 Minuten Nachspielzeit und wir haben den Ball. Jetzt ist Leveling nochmal da. Jetzt ist der junge Leveling nochmal da. Aber das war, da habe ich mich abkochen lassen. Aber wir setzen nach. Wir bleiben dran und zwingen ihn hier den Ball rauszuspielen. Ah, was mache ich denn? In den letzten Sekunden hätte ich auch noch ein bisschen warten können. Aber wir haben den Ball wieder. Ernst.
holt sich den Ball und sichert den Sieg. 3:2 haben wir gewonnen. Also es war knapp, aber wir haben es geschafft. Und wenn ich jetzt die Zeit noch runterstelle, dann sollte es, wie gesagt, für den Anfang erstmal passen. Alter, ich bin bislang in der zweiten Bundesliga ohne Niederlage. Ey, und das tappt schon wieder raus. Ich wusste das gar nicht. Wir haben es drauf, ja. Boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll, keine Ahnung. Das ist alles so komisch. Ja, wir sind natürlich aus guten Gründen so krass. Nice, wir haben Mavrei und Rogota jetzt wieder dabei. Rogota ja mein Lieblingsspieler, wie manche von euch wissen. Ja, es ist wirklich ein guter Spieler. Ja, es war Sonntag. Aber jetzt Samstag, das kommt mir so knapp schon wieder vor. Und dann Freitag, wir haben noch Pokal gegen Dortmund. Ey, was ist da denn los? Zu Hause gegen Bochum, mit verkürzter Zeit, wird bestimmt super. Er hat natürlich vorhin gesagt, dass wir noch nie besiegt wurden. Das finde ich krass, habe ich echt nicht erwartet. Aber wir haben ja auch nicht immer gewonnen. Also wir haben oft dann unentschieden gespielt. Ja, und das kann auch gar nicht sein. Ich verstehe gar nicht. Wir waren lange unbesiegt. Ne? Irgendwie seit der letzten Sommerpause, Winterpause oder sowas. Das kann sein. Ja, aber wir haben doch gegen... oh Gott, gegen Hamburg haben wir doch verloren. Gegen Stuttgart weiß ich gar nicht. Aber gegen Hamburg auf jeden Fall. Also... ja, Bochum kommt gerade und macht das Tor. Gerade als ich es ansprechen wollte, Bochum kommt und wir müssen da eigentlich den Ball wegbefördern. Dann haut er da einen Volley raus und macht das 1:0. Das ist nicht so geil. Okay, Torwart hat ihn, Burchard, sehr stark. Bochum stärker auf jeden Fall als wir. Ich weiß nicht, auf welchem Platz die sind. Okay, jetzt fängt die KI wieder an zu tricksen. Das ist nice. Und die machen das 2:0. Bochum macht das 2:0. Jetzt ist schon wieder ganz komisch. Ja. Erste Halbzeit rum. Bochum führt 2:0. Das ist gar nicht geil. 3:1 lag da am Boden, Idiot. Tobias Mohr geht raus, Redondo kommt rein. Redondo! Ich habe ihn eingewechselt, genau jetzt. Und er macht das Tor. Anschlusstreffer. Yes! Ja, Mann. Das ist richtig nice. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil die Flanke eigentlich so lala war und der Torwart ihn eigentlich, muss der Torwart den haben. Aber in diesen heutigen 2 Spielen hat er 2 Tore gemacht. Redondo macht hier den Anschlusstreffer und jetzt geht noch was. Jetzt ist es ganz heiß. Oh nein, er ist durch. Ich habe daneben gegrätscht. Warum habe ich überhaupt gegrätscht? Ja, und er macht es natürlich. Das ist zum Kotzen. Das ist echt scheiße. 3:1 Bochum, wir haben verloren. Durch das 1:2 habe ich natürlich jetzt Hoffnung gehabt, dass da irgendeiner noch durchrutscht. So wie jetzt zum Beispiel. Und Caterwell ihn dann macht. Und das wäre das 2:2 gewesen. Oh, Leute, Leute, Leute. Das wäre es gewesen. Es war gut. Auch das Tor, es war ein gutes Tor. Wir sehen es hier nochmal. Da war unten alles frei und Caterwell mit einer Direktabnahme und er hat ihn nicht vergeben. Er haut ihn direkt rein. Das war schön. Und das wäre es gewesen, das 2:2. Einmal 3:2 gewonnen, einmal 3:2 verloren. Und hier wird jetzt nicht mehr viel gehen. Wir können nochmal auf sehr offensiv, aber es gibt nur 2 Minuten Nachspielzeit. What the fuck. Ja, das war's schon. Der Ball ist raus und damit pfeift der Schiedsrichter ab. Wir verlieren und es tappt wieder raus. So, und dann sehen wir auch schon, dass wir in der Winterpause dann sind. Also wir haben noch das Spiel gegen Karlsruhe und dann denke ich, dass das Spiel gegen Aue so wie in echt auch noch mit dabei ist. Und dann ist Winterpause, das heißt... auch gerne Vorschläge reinschreiben. Ich hoffe, ich vergesse das beim nächsten Mal nicht am Anfang zu erwähnen. Für weitere Transfers.
Und wir sehen es jetzt auch nochmal Platz 5, also damit kann man super zufrieden sein. Wir sehen es hier auch nochmal 4 Niederlagen, also irgendwie muss ich mich da verlesen haben. 9 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Nürnberg hat 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, also leider ein Punkt vor uns, die Hunde. Nein, alles gut. Ich mag zwar Fürth, aber ich habe überhaupt kein Problem mit Nürnberg. Alles super. Und ja, keine Ahnung. Also wir spielen gegen Karlsruhe, die sind ja relativ weit unten. Danach spielen wir gegen Aue, die sind letzter Platz. Vielleicht können wir dann nochmal weiter angreifen. Also es läuft doch eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Lust auf diese Karriere. Falls ihr auch Bock habt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, ganz wichtig, und die Glocke aktivieren, denn ich kann sehen, wer das gemacht hat. Und das haben noch nicht ganz so viele gemacht. Also unbedingt machen, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.